Ja, hallo und herzlich willkommen bei Was ist neu in the Forest mit der Axt im Walde. Wir spielen, wie hier im Hauptmenü zu sehen ist, die aktuellste Version von The Forest, die alleraktuellste Version, die 0.60B wie Beta. Ja, das ist so aktuell, dass das hier gerade eben, als ich das Spiel gestartet habe, gerade mal ein Update, im Update kam. Und ich möchte hier heute mit euch auf zwei neue Neuerungen eingehen, wovon eine, bevor wir vielleicht ein bisschen zur Theorie kommen, jetzt direkt dargestellt wird. Und dazu lade ich den Spielstand, den ich bereits gespeichert habe. Das ist es, Neuerung Nummer 1. Wir sehen hier den neuen Ladebildschirm von The Forest. Ja, ein schönes The Forest-Logo in der Mitte. Es bleibt hier mittig hängen. Das Spiel ist nicht abgestürzt. Ich bin auch noch hier. Aber wie das übliche ist, genau an dieser Stelle bleibt das hängen. Ja, so das Laden bleibt hier hängen. Für einen kurzen Moment. Man sieht hier, da passiert was. Und ich denke mal, wir sind im Spiel drin. Oh mein Gott. Ja, und da sind wir auch schon hier angekommen an bestimmten Plätzchen. Der eine oder andere, der kundige Default-Spieler, kennt das Plätzchen natürlich sofort wieder. Und warum wir hier uns befinden, ist natürlich aus einem guten Grund. Ja, nicht deswegen. Theoriestunde, ganz kurz auf dem Weg dorthin. Es gibt auf jeden Fall einiges neu, was hier den dedizierten Server betrifft, sowohl als auch hier den Multiplayer-Modus mit neuen Klamotten, Kleidervariationen, schieß mich tot. Und dann gibt es auch noch Anpassungen in der Performance, in der CPU-Last, im Gameplay. Ein bisschen hier, ein bisschen da. Ich persönlich meine ja, das ist jetzt nicht nötig, drauf einzugehen. Denn eigentlich bietet die neue Version 0.60, weswegen wir ja hier sind, zwei große Neuerungen. Die eine habt ihr bereits gesehen, das ist der neue Ladebildschirm. Und die andere besteht meiner Meinung nach aus zwei Teilen. Die Entwickler meinen hier so ein komischer Echoton. Naja, die Entwickler meinen auf jeden Fall, es gibt eine neue Waffe, Schrägstrich, neues Werkzeug. Oh, warte mal kurz. Wir sind hier in den Höhlen. Ihr seht das. Ich habe mir das hier ein bisschen runtergebaut, ne? Damit man hier gut reinkommt. Und wir sind hier auch an der Spur, hier an dem Punkt angelangt, wo man dann meinen möchte, das teilt sich in Bereich 1 und Bereich 2 auf. Was hier die zweite Neuerung betrifft. Wie gesagt, das besteht aus zwei Teilen. Also zwei Teilen erstmal grundlegend. Neuerung 1, Neuerung 2. Und dann kommt von Neuerung 2 nochmal Teil 1 und Teil 2. Wer jetzt hier nicht mehr dabei sein möchte, weil er hier fürchtet, dass es gespoilert werden könnte, bitte abdrehen. Ja, ganz sanft abdrehen. Und ich mache hier mal kurz Mod-AP an. Mod-AP. Warum machen wir das? Um das Cave Light hier ganz nach oben zu drehen, das ist hier dafür vorhanden, dass das Licht in der Höhle ein bisschen besser rauskommt. Das heißt, ich kann hier ohne Nachtlicht in der Höhle besser sehen. Ich bin so ein harter Cheater. Die Wahrheit ist, ich möchte euch doch ein bisschen was bieten in meinen Let's Plays, beziehungsweise etwas, das ihr erkennen könnt. Ohne dass der Monitor vielleicht bei Sonnengegenlicht auch hier auf die höchste Helligkeitsstufe gedreht werden muss und dann erst noch nicht alles. Ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall, ich mache die Taschenlampe an. Ihr habt das gesehen. Hier direkt beim Höhleneingang vorne. Ich habe das aus einem guten Grund hier runtergebaut, dass man hier eine Übersicht besetzt. Hier direkt rein, rechts hinein. Ja, und ein bisschen drüber springen hier überall, ne? Die Gegner habe ich hier in der Zwischenzeit bereits erledigt. Und an diesen. Nee, doch nicht. Wir laufen hier erstmal dort lang. Das ist nicht dieser Punkt. Ich verwechsel das ja auch jedes Mal. Ich denke mir, hier vorne ist runtergesprungen. Dabei ist das gar nicht so. Ja, hier erstmal lang gelaufen. Denn wo wir hin möchten, ist ja erstmal hier rauf, ne?
In der Regel sind hier vorne dran, wo wir losgelaufen sind, sowie auch hier sind hier Gegner. Ja, Obacht. Ordentlich Obacht. Und wir kommen hier auch zu Teil 1 der Neuerung. Spoiler Alert. Ich bitte euch. Ja, für sagenhafte 5,99,99, ja, unfassbar günstig, bekommen wir hier eine Kettensäge. So sagt uns das erstmal hier das Magazin, das wir gefunden haben, und wir laufen zurück. Warum laufen wir zurück? Denn von woher wir gekommen sind, dort ist es richtig. Und zu Hause, komm rauf. Wollen wir hier? Ja, hier wollen wir hin. Hier wollen wir auf jeden Fall hin. Wir klettern hier flott hoch. Und dort wieder zurück, wo wir lang gekommen sind. Aber nicht all the way. Ja, nicht den ganzen Weg zurück. Wir klettern hier erstmal wieder raus an Vorsprung hier. Dort ist die Treppe, wo wir runtergekommen sind. Und machen uns hier ganz klein. Wir machen uns hier ganz klein, damit wir hier auf dem leichten Vorsprung vorne rüberkommen. Und zwängen uns hier durch diesen Schacht, meine Lieben. Das zuppert ein bisschen rum, The Forest, beim Laden, wie wir das kennen und können. Und ich mache jetzt hier mal die Taschenlampe aus. Naja, für ein bisschen Atmosphäre, auch mit dem Cave Light. Hier der, wie heißt der? Der hat ja auch einen Namen hier. Das, weiß ich gerade nicht. Der leuchtet uns aber hier genau dorthin, wo wir hinleuchten, wo wir hingeleuchtet werden sollen. Ja, ja, ihr seht das richtig. Das ist hier eine astreine Kettensäge, die man aufnehmen kann. Oh ja. Und die Kettensäge habe ich hier erstmal aufgenommen. 100% Ladungszustand hier, Benzin. Ich weiß nicht ganz genau, ob man hier jetzt auch Benzin in der Forest finden kann, aber auf jeden Fall mit der linken Maustaste kann ich das Teil hier sowas von ausrüsten. Und könnt ihr euch erstmal vorstellen, was wir hier vorhaben? Was ich hier vorhabe? Nee. Auf jeden Fall braten wir hier erstmal keine Gegner. Ja, bitte nicht. Ihr kennt meinen Channel, ihr wisst, wie das ist. Unnötige Gewaltdarstellung, das muss nicht sein. Ich weiß ja, dass das hier jeder ausprobieren wird. Ein Gegner hier mit der Kettensäge lang zu schneiden, quer zu schneiden, breit zu schneiden, tot zu schneiden, in Häckseln und Stücken zu schneiden. Das weiß ich. Das muss ich. Das muss ich so aber nicht nachmachen. Dafür mache ich hier aber erstmal den Flugmodus an, damit wir hier in unserem Let's Play von Was ist neu in the Forest in der Version 0.60 nicht abstürzen. Jo. Wir kommen zurück zum Thema. Was heißt das denn? Ich mache hier keinen Gegnergeschnetzel. Das heißt, die Kettensäge ist doch in Wahrheit hier oben rechts im Inventar auch noch für etwas anderes gut. The Forest Fans, Leute und Spielergemeinde, könnt ihr euch noch an den Moment erinnern, wo ich hier mit der Kanone im Let's Play dran gesessen bin und meinte, nee, wir müssen hier keinen abknallen. Plötzlich kam hier einer langgelaufen und plötzlich war es Geschichte, so wie gerade eben. Ja, das ist hier genau das. Ich habe das nicht in meiner Intention, dass ich hier Leute umbringe, aber ich habe hier die Pistole in der Hand, einer kommt mir langgelaufen, ich drücke ab, na gut, fürs Let's Play ist das nicht unschön. Ich habe hier die Kettensäge in der Hand, einer kommt mir langgelaufen, obwohl ich sage, bleib doch mal bitte fern. Und es passiert trotzdem
Eigentlich geht es mir hier nur um eine einzige Sache, Leute. Dass wir hier ein paar Bäume umgeholzt haben. Dass hier jetzt drei Gegner oder mehr langgelaufen gekommen sind. Ehrlich hier, ich bin hier nicht für verantwortlich. Wofür ich verantwortlich bin, ist, das ist, was ist neu in the Forest. Wir haben hier einen neuen Ladebildschirm. Eine ultimativ neue Waffe beziehungsweise ein neues Werkzeug. Das ist ja wirklich hier ultimativ, ja. Meine ich persönlich. Wenn ihr euch dafür interessiert, was sonst noch neu ist in The Forest in der Version 0.60, während es bei mir hier regnet, guckt bitte wie immer bei mir vorbei auf forum.survivetheforest.net, aber auch auf dem YouTube-Channel. Ihr wisst das, ich freue mich jedes einzelne Mal mit jedem Kommentar. Gebt mir eine Rückmeldung und ich sage erstmal hier wirklich wunderbar dick Danke dafür, dass ihr immer jedes Mal bei mir dabei seid. Bis zum nächsten Mal, alles Gute, tschüss, das war die Axt im Walde.